Wir schauen einfach mal, was rauskommt. Ansonsten lassen wir die Query hier einfach gut sein. Sind da einige Creeper gespawnt? Unten, oder? Ich guck mal. Nee, sie hängt. Siehst du, jetzt fährt sie wieder hoch. Hat da gerade was weggemacht. Fährt sie wieder rüber. Und nach unten. Krass nach unten und knallt ganz normal weiter durch. Irgendwo hat sie was. Jetzt fährt sie wieder hoch. Jetzt aber gerade eben nicht gemacht. Aber ich kann hier unten halt schlecht schauen. Aber ich meine, Mining Laser dabei? Jo, den habe ich dabei. Irgendwo hier hängt sie. Einzige Möglichkeit, Mining Laser Action. Immer das Eck hier runterschießen. Um mal zu schauen, was er hat. Ich müsste mal gucken, wo sie was hat. Wo hat sie ein Problem? Komm her, kleiner Zombie. Tschüss. Dir ist klar, du stirbst gleich an Fallschaden. Oder weil ich drauf hau. Okay. Jetzt hat Wilse gerade nicht mehr zu der Stelle, wo sie jetzt die letzten paar Mal hing. Ich feuer ich da jetzt einfach ein paar Mal rein. Um zu schauen, was er hier hat. Ich höre hier einen Huhn. Hier ist irgendwas Braunes. Das könnte Öl sein. Aber an Öl. Schießen du hin? An Öl sollten sie sich eigentlich nicht aufhängen. Vor allem sie ist. Ich bin immer noch nicht da, wo sie eigentlich ist, gell? Schaut aber krass aus. Au! Ja, okay. Ist kein Öl. Immer noch nicht an dem Punkt, wo sie hängt. Wo hängt sie denn? Sie fährt auf jeden Fall ein gutes Stück hoch. Frage mich, wo hängt sie? Okay, hier ist der Punkt, wo sie ist. Wenn wir einfach mal hier so ein bisschen durchfeuern. Bisschen nach oben durchlasern. Sehen wir dann irgendwo was? Nö. Tun wir nicht. Okay. Ja, komm her, mein Freund. Komm her, mein Freund. So wie Gasträne eingesammelt. Okay, wir wissen nicht, wo sie hängt, aber sie macht auf jeden Fall weiter. Immer wieder. Das ist jetzt nicht schlimm. Soll die einfach ein bisschen noch laufen? Guck mal, hab Schneebälle. Wirst du aggressiv, wenn ich den Schneeball ins Gesicht werf? Ja. Werdet ihr.
Habt einfach einen Pikmin einen Schneeball ins Gesicht geworfen. Alle Pikmins rasten aus. Okay, dann haben wir hier eigentlich nur ein Problem. Dass sie noch ein bisschen hängt. Was jetzt nicht schlimm ist, weil wir werden uns dann einfach in der Zeit jetzt erstmal um die Ender-Queries kümmern. Vor allem dann kann auch oben sich die Fabrik etwas beruhigen in der Zeit. Da ist ja immer noch Eisen drin. Was jetzt nicht schlimm ist. Da ist halt immer noch Eisen drin. Was müssten wir denn noch ein bisschen schauen mal? Also einmal würde ich vielleicht noch ein paar Stacks raustun, damit es einfach auf die anderen Pulverizer ein bisschen verteilt wird, schnell. Es ist kein Problem, ich könnte die jetzt auch einfach wieder anschalten. Wir haben da eine Ringleitung drin, automatisch, dass es zurück ins andere oder ins ME geht. Wenn hier zu viel ist und vom ME halt auch wieder rauskommt aus dem ME. Deswegen ist es überhaupt nicht tragisch, wenn sich da irgendwas mal aufhängen sollte. Vollkommen egal eigentlich dadurch. Vollkommen egal. Aber es soll halt einfach ein bisschen durchlaufen weiter. Und ich möchte es jetzt nicht einfach hier ewig rumhaben. So, wir gucken mal nach Holz. Holztechnisch schaut es auch sehr gut weiterhin aus. Oakwood haben wir gar nicht so viel verbraucht in der Zeit, wo die Ender Queries jetzt laufen. Wir haben noch 263.000. Alles andere geht langsam wieder nach oben. Das ist halt für das, was wir dann später mal bauen werden. Was echt ein bisschen dauert bis dahin noch, was wir bauen. Muss ich auch ehrlich sagen. Echt in Ordnung. Würde ich jetzt ja gar nicht so schlimm einordnen. Ich würde jetzt aber erstmal sagen, Alter, guck mal auf die Minimap, wie schnell wir hier durchrennen eigentlich. Vielleicht kommt deswegen der Server nicht hinterher, wenn wir rennen. Weil wenn ich mich relativ normal bewege, oder mit dem Laden von allem, dann haben wir die Probleme nicht. So, ich würde sagen, okay, die Queries dort sollen noch ein bisschen arbeiten. Dann schnappen wir uns hier Dirt einfach mal und fangen an, ein bisschen zu terraformen. Da wo die Ender Queries waren. Ja, wir haben die letzte Zeit schon sehr viel geterraformt, aber wir machen trotzdem das, wo die Ender Queries standen jetzt. Und stellen die neu auf. Na, wenn ich nicht zum Schluss eine große Menge, sondern immer jeden Tag die Ender Queries abgearbeitet oder nach und nach die Ender Queries abgearbeitet. Wo ich schon mal froh drüber bin, dass wir endlich das Eck hier somit abgeschlossen haben, muss ich sagen. Das haben wir jetzt abgeschlossen. Oder es ist für mich abgeschlossen. Das Eck. So. So. Das Eck hier ist ja für mich jetzt abgeschlossen. Ich habe Bäume gepflanzt. So ist es ja bei mir. Und das mit dem Kanal fand ich... Oh, ich habe da vorne ein bisschen was vergessen, aber es ist noch nicht so schlimm. Wir gucken jetzt erstmal die Ender Query hier durch. Ganz einfach. Wir gucken jetzt als erstes die hier durch. Und schauen mal, was hier noch ein bisschen ist. Zum Ausbessern zu machen. Weil die schaut zum Beispiel echt nicht schlecht aus. Hier fehlt ein bisschen was. Wo ich hier mal ein, zwei Sachen machen würde hier. Hier mal kurz so... Tschupp. Hier vielleicht mal schnell die Ebene. Ach ja, das müssten wir leerpumpen. Haha, da ist ja was zum Leerpumpen für uns. Guck mal. Hier, dass wir das auch gleich machen. Dass wir gleich dranbleiben in Sachen Terraforming. Weil wir gestern fast den ganzen Tag nur mit Terraforming und Optik verbracht haben. Und aufhübschen und sowas. Möchte ich hier zumindest gleich, wenn wir dran sind, sofort hier terraformen. Und nicht nur da, wo der Sand ist, sondern jetzt machen wir das gleich ganz fertig. Ich habe hier braunes Plunderzeug, das könnten wir eigentlich... Wir müssen... Ah, wir haben keine zweite Charakter mehr, oder? Es wird wieder Abwasser sein. Aber ich weiß nicht, ob es noch eine weitere braune Flüssigkeit gibt. Deswegen würde ich
Also hier ist auf jeden Fall irgendwas runtergefallen. Oder es war noch von mir und den Ender-Queries, wo ich hier mal durchgeschossen habe. Das kann natürlich auch sein. Würde ich jetzt einfach mal dicht machen. So, dann gucken wir mal hier weiter rum. Das restliche Eck schaut sehr gut eigentlich aus. Hier ist gar nicht so viel. Ich müsste kurz gucken. Ich glaube, wir haben keinen Tesserakten mehr. Weil ich würde nämlich gerne das wieder leer pumpen. Wir brauchen auch gar nicht nach Jelorium oder den Reaktoren schauen. Denen geht's sehr gut. Laufe ich mal schnell vor und schauen mal, ob wir einen kurzen Tesserakten haben. Wenn wir noch einen haben, wäre das natürlich mega geil. Wenn wir zwei haben, weil dann könnte ich das wirklich gleich mal ins Zwischenlager schicken. Aber das Zwischenlager muss ich, glaube ich, hinten erstmal ausschalten. Weiß ich jetzt nicht. Ich denke, das Zwischenlager müsste ich hinten erstmal ausschalten dann. Das hatte ich, glaube ich, noch nicht gemacht. Aber das gucken wir mal. Wenn wir zwei Tesserakte haben, dann passt das. Wir brauchen eh ein paar. Das. Okay, wir haben nur einen. Dann gehen wir mal schnell zum Zwischenlager. Schalten das mal kurz unten aus, hinten. Wenn wir es nicht schon getan haben. Gucken auch mal so nach Flüssigkeiten. Schauen alle soweit gut aus. Ja, es ist ausgeschalten. Schaut an sich alles soweit sehr gut aus. Mob-Essenz ist voll. Das war Öl. Nee, Sludge. Sludge ist auch voll. Und da hinten wäre das Braune, das Abwasser. Okay. Das heißt, wir knallen jetzt einmal da oben. Also wir machen uns schnell mal noch einen Tesserakten. Würde ich sagen, wir machen uns schnell mal noch einen Tesserakten. Fliegen wir einfach hier rüber. Ich bräuchte irgendwo so mal auch noch ein Crafting Terminal oder sowas. Ich glaube, es wäre auch nicht schlecht. Oder so an sich eine kleine Crafting Werkstatt. So eine Mini-Crafting Werkstatt. Das wäre auch nicht schlecht. Können wir wirklich, das wäre wirklich, wir bauen ein Haus mit den Teleportern drin und eine kleine Crafting Werkstatt mit Crafting Terminal. Zugriff aufs ME. Apropos, was wir mal schauen wollten, wie viel Millionen, Milliarden, Tausend ME-Kabel wir eigentlich mittlerweile an unserem System dran haben. Das wollte ich mal gucken. Dann gehen wir hierher. 2195? 51 Interfaces? Es geht eigentlich. 5 Access Port, ein Crafting Terminal. Es geht eigentlich, was wir am ME dran haben. So, wir wollen aber mal schnell einen Tesserakten craften. Dafür habe ich nicht mal mehr Hardened Glass. Ach du Scheiße. Obsidian. Wir haben aber ziemlich viel Obsidian. Ach Manno. Ach Manno. Wir haben aber ziemlich viel Obsidian. Wir nehmen mal 6 Obsidian mit. Schmeißen das 6 Obsidian mal hier komplett hier rein. Machen uns hier draus dann auch jetzt mal ganz entspannt Hardened Glass ein bisschen. Die Frage ist, wie viele Enderperlen haben wir? Ich denke, wir dürften da auch nicht mehr so viele haben. Ja. Schwierig. Schwierig. Schauen wir mal, ob ich wenigstens ein bisschen herbekomme. Den Dust habe ich noch. Wenigstens ein bisschen. Ich brauche ja nicht viel. Wenn ich jetzt einfach mal hier meinen Eimer reinschmeiß und hier zwei Enderperlen und hier zwei Enderperlen reinschmeiß, dann müsste ich doch rein theoretisch vier Eimer bekommen, oder? Einen? Nein. Tue ich nicht. Zwei Eimer brauche ich schon. Also zwei Eimer müssten es schon werden. Bitte. Danke. Ja. Es ist halt zwischen DC. Bei DC war zwischen den Aufnahmen oft wochenlang Pause. Hier bin ich gerade so ein bisschen mega gehypt drauf und habe einfach Lust zu. Deswegen,
Ja. Kommt hier halt zu deutlich mehr Aufnahmen in kurzer Zeit. Das heißt, hier kann sich eigentlich nichts beruhigen. Oder hier, oder ein wenig beruhigen. Oder es soll sich auch nicht so beruhigen. Sondern weil wir halt einfach ganz schnell ziemlich viel Aufnahme hinterherknallen. Lied. Ich habe noch ein bisschen Dust. Ich würde trotzdem mal schnell ein Stack in den Maze Raider packen. Hier. Damit wir noch mal ein bisschen Lead Dust bekommen. Das wäre jetzt schlecht, wenn es schon leer ist. Apropos, Tin. Lass mich mal kurz gucken, Tin. 31.000, lass mal noch ein bisschen laufen. Wir bauen die Tesserakte und auf dem Weg rüber würde ich es dann wegmachen. Würde ich sagen, okay, wir knallen die jetzt weg. Dann ist das hier schon ein bisschen gelaufen oder dann konnte das hier schon ein bisschen laufen. Wir nehmen mal. Ja, wir können eigentlich alles mitnehmen an Obsidian. Mal schnell. Chup, chup. Chup, chup. Chup, chup. Wir haben ziemlich viel Obsidian. Da kriegen wir auch mal echt ein bisschen Hardened Glass raus. Muss mal kurz gucken. Rein theoretisch müsste ich 8 machen. Damit es hinhaut. Aber wir haben gerade so keinen Platz im Inventar. Deswegen mache ich jetzt einfach mal 9. 8 Enderium. Okay, das ist gut. So. Können wir hier überall weiter Hardened Glass mal ein bisschen laufen lassen. Und wir haben 8 Enderium. Da würde ich mal schnell. Ha, es fehlt Hardened. Ja, klar, es fehlt Hardened Glass. Ich bin ja doof. So, dann müssen wir eigentlich nur mal kurz ein bisschen auf Hardened Glass warten. Dort, das reicht auch schon wieder. Ich glaube, das waren die Luminatoren. Die haben uns ein bisschen das Genick gebrochen. So, jetzt haben wir 2 Tesseract-Frames. Bisschen Angst. Rein theoretisch haben die ja auch 1000 MP gebraucht. Das heißt, hier muss ich 4 reinpacken. Und hier 4 reinpacken. 4 Enderperlis. Nochmal kurz gucken, ob wir denn die Tesseracts so fertig bekommen. Die Tesseract-Frames. Jetzt können wir hier mal Lead auf 7 runterziehen eigentlich. Genau. Jo. Oder halt auch nicht. Weil das ja anderes Lead ist. Sollte aber genauso gehen. Muss nur halt es austauschen. So. Jupp, jupp. Da haben wir kein Obsidian mehr und alles. Warte mal, da haben wir doch bestimmt wieder genug Obsidian. Die Pulverizer. Obsidian wirklich ab in die Pulverizer. Da kriegen wir, das vervierfacht sich. Die Stacks vervierfachen sich. In dem Mesa Raider tut hardcore weh, wenn wir das machen in die Mesa Raider. Also, wir haben 2 Tesseract-Frames und keine Enderperlen über. Beziehungsweise 8 Stück haben wir schon. So, daraus knallen wir mal, bauen wir jetzt mal richtige Tesserakte. 2 Stück. Dann müsste ich natürlich meine Pumpe mitnehmen. Redstone Energy Conduit 1. Ein Duct. Reicht uns auch 1. Andere Frage. So? Nichts. Nichts. Das ist wirklich in Ordnung. Jetzt gefällt mir auch so. Kann ich mich nicht beschweren. Wir haben relativ viel an dem Zeug. Uns geht ein bisschen das Lied gerade aus. Huh? Das Blei. Ist nicht unbedingt gut. Dann muss ich nochmal ein Stack pulverisieren. Oder maceraten. Lead. Gib mir nochmal ein Stack. So, mal kurz in den Maserator hier. Es geht halt ruckzuck, rackzack, wollte ich gerade sagen. Es geht halt ruckzuck, bam, 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 bam. Schon haben wir ganz viel Lead Dust. Auch Pulverized Lead und Lead Dust ist exakt das gleiche. Und wir kriegen hier zum Glück auch ziemlich viel Obsidian. Dann haben wir auch mal wieder ein bisschen Hardened Glass. Brauchen wir ja auch ein bisschen. Auch wenn
Nicht so in solchen Mengen. Ja, ich habe so ein bisschen Inventarproblem. Chup, chup. Dann kann ich das nicht gleich hier komplett immer zusammen reinschmeißen. Chup, chup. Chup, chup. Und chup, chup. Wunderbar. Läuft es hier nochmal ein bisschen? Wir müssen eigentlich nur darauf warten, bis mal der erste Pulverizer hier leer wird. Dann kann ich den letzten Stack reinschmeißen. Haben wir hier wieder Hardened Glass, wir haben zwei Tesserakte, wir haben einen jetzt übrig. Ja, es ist ein bisschen doof. Wir könnten vielleicht noch einen machen, das würde uns aber halt gerade wenig bringen. Deswegen warte ich auch gerade mit verschiedenen Anlagen, die zu bauen. Also zumindest mit einer warte ich auf jeden Fall. Gerade, weil die hat zwei, er hat zwei Tesserakte gerade. Und wir haben ja so ein bisschen Tesserakt-Problem. Die bei der Pumpe hier zum Beispiel, das ist egal, weil die wird aufgebaut und eigentlich kurz darauf wieder abgerissen, die Pumpe. Ich will nur das Wasser halt dort weg haben oder halt diese Flüssigkeit dort weg haben. Das ist da mein Ziel. Ich will mal kurz gucken, wie viel Quarzdust wir noch haben. Wir haben noch ein bisschen was. Ich würde trotzdem mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 in die Pulverizer schon mal schmeißen. 6 Quarz einfach in die Pulverizer rein. Damit es soweit geht. Und dann können wir hier einfach das durchschmeißen. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Hardened Glass. Sogar ein bisschen, ja, wir haben ganz gut Hardened Glass. Hat doch ein bisschen was gebracht. So, hier, jo, perfektes Timing, ja? Schmeißen wir mal daher. Bum, bum, bum. Alles rein. Und jetzt halt gehen wir vor mit unseren Tesserakten, schmeißen das Leadstone, den Leads, ja, das Lead raus. Aus dem Schrott. Aus dem Scrap. Also ich könnte momentan kann ich ein paar. Ich kann ein paar Anlagen bauen, wo ich. Aber für die meisten brauche ich halt momentan schon so einen Tesserakt. Oder zwei. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich würde jetzt mal kurz das rausschmeißen. Tin ist soweit jetzt halt bei 23.000. Dann würde ich einfach mal Copper mal kurz ein bisschen reinschmeißen. Da können wir auch mal ein bisschen exportieren lassen. Copper. Wie schaut's aus mit dem Scrap? 72.000, das ist schon okay. Kann man machen. 172.000, sorry. 172.000 Scrap, das ist echt. Das ist eine gute Menge. Kann man wirklich machen. Geht nicht verloren gerade, wird nur gespeichert. Für später brauchen wir Scrap, deswegen ist es egal, wie viel wir gerade davon haben. Das braune Zeug hier fließt jetzt. Ich könnte halt wirklich einen Eimer auch einfach mal mitnehmen. Rein theoretisch. Um zu schauen, was es ist. Okay, wir gehen nochmal zurück. Dann pumpe ich es doch direkt richtig rein. Dann schmeiße ich den Eimer halt auch wieder zurück. Ich weiß halt noch nicht, ob ich alles in Eimer packen kann überhaupt. Mein Jetpack ist fast leer. Die Quarry da oben, so wie es ausschaut, müsste nur noch um Sand rum weggebaut werden, schnell. Die eine Fläche dort. Ansonsten sehe ich da auch gerade nichts mehr. Die Ender Quarry, ich schmeiß mal kurz mein Jetpack rein. Ungewohnt. Ungewohnt. Was wollte ich denn jetzt mitnehmen? Achso, ein Eimer. Ein Eimer. Das soll ein bisschen laufen. Das soll ruhig ein bisschen laufen. So viel Copper brauchen wir nämlich nie. Oh, die können wir auch mal kurz ein bisschen laden. Ja. Dann können wir hier hinten einfach die Pumpe jetzt drauf knallen. Das braune Zeug dann erstmal weglaufen lassen. Da muss ich mal gucken, was es ist überhaupt. Wenn es auch Abwasser ist, dann ist es wieder echt in Ordnung. Dann kann ich das gleich ins Abwasser schmeißen. In den Abwassertank. Jo, ist Abwasser. Ach, das kann man nicht zurückkippen? Ist ja doof. Ich habe das definitiv zurückgekippt. Uiuiui. Nee, ich will nicht in die Kacke fallen. So, ich würde jetzt einfach mal hier
Dann hier die Pumpe drauf. Dann hier mal das weg. Fluidduct, Tesseract. Fluidduct, Tesseract. Tesseract. Redstone. Ah, scheiße. Weil bloß nicht rein. So, dann machen wir es halt so. Wir wissen, du bist Abwasser. Eingang Lager. Ups, ist egal, wie wir dich einstellen. Tschup. Weil der andere Tesseract eh nichts nimmt. RF Reaktor 2. Pump du erstmal hier ein bisschen ab und ich mache hier mal hier kurz das, den Sand zur Erde. Während ich ein bisschen rumschnupf. So. Machen wir bis daher. So. Schaut doch gut aus. Das Eck hier gefällt mir zum Beispiel auch nicht. Würde ich jetzt das Eck hier ein bisschen miteinander verbinden. So. So ein bisschen durchklatschen. So. Jo, kann man machen. Passt. Ab. Das Eck hier ist auch doof eigentlich, aber okay. So, dann haben wir hier hinten noch ein Stück. Guck mal her, wie schnell die Pumpe eigentlich ist. Deswegen frage ich mich, oder deswegen wundert es mich echt, dass die anderen Sachen noch nicht fertig sind. So. Ich knall da jetzt Erde hin. So, dann ist es nämlich wieder eine schöne Landschaft. Eine schöne grüne Landschaft. Und damit sind wir eigentlich hier, so wie es ausschaut, auch schon durch. Ha? Da ist nicht mehr wirklich was. Die Enderquarry da drüben ist halt auch schon fertig. Deswegen krass. Jetzt muss ich natürlich noch das Ding hier leer machen und fertig machen. Da ist nicht schon weggepumpt. So schnell geht es. Komm her, mein Tesseract. So, wir wissen ja, es ist Abwasser gewesen. Nehmen wir es einmal alles mit, auch die Pumpe natürlich. Und füllen das hier mal schnell ein bisschen auf. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich mit dem Abwasser mache. Wirklich noch kein Plan. Die Sache ist die, irgendwann ist der Tank da unten halt auch voll. Aber ich will es halt auch hier... Weiß ich nicht, wenn man irgendwas damit aufarbeiten kann, wäre ja cool. So eine Art Klärwerk. Das wäre halt schon geil. Könnten wir halt wieder so eine Anlage bauen. Ich hätte sogar eine Idee, wie wir sie gerade bauen könnten, so spontan. Wenn es da irgendwelche Dinger gibt, wie man wie ein Klärwerk bauen kann. Und da vielleicht auch verschiedene Sachen rausbekommen. Aber ich weiß nicht, was man damit machen kann. Also absolut gar nicht. Gar nichts. Das ist so ein bisschen das Doofe halt an der Sache. Kein Plan, was man damit machen könnte. Ein bisschen rausziehen hier. Müsste man dann vielleicht mal googeln. Ich wüsste gerade wirklich keine Anlage, mit der man was machen kann mit dem Zeug. Sewer. Vielleicht damit was? Kann man damit was machen? Weil das ist von Mine Factory Reloaded.
Ich lasse es mal unten stehen gerade. Und dann gucken wir mal, vielleicht kann man da draus was bauen. So, die wäre fertig. Die wäre eigentlich fertig. Bam, 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 bam. Die könnten wir jetzt auch dann abreißen. Ich würde aber sagen, wir machen erstmal alles andere soweit fertig. Und ich bin jetzt erstmal für eine Minute oder zwei wieder, gebe ich euch einen Cut. Bis gleich.